hast du diese Scheiße, Alter. So räudig. Laura Maria Hensel. Das ist mein Name. Ich bin eine Märchenfee. Ich bin geboren in Heidelberg und da auch aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und habe dann nach dem Abitur angefangen, in Leipzig Schauspiel zu studieren. Und bin mittlerweile als fest engagierte Schauspielerin am Staatstheater Cottbus gelandet. Ich kann mich noch erinnern tatsächlich, weil ich hatte immer ein Vorbild und das war Stefanie Rösner. Die hat ein Jahr über mir studiert und die fand ich immer ganz toll. Und dann saß ich da und habe eine Zigarette geraucht und dachte, genauso saß Steffi Rösner auch in der Kantine, als ich sie mal gesehen habe. Und ich habe sie halt immer, sie war immer eine Schauspielerin für mich. Und als ich dann da so saß und ich hatte, glaube ich, auch irgendwie Kostüme an und Bademantel drüber und es war irgendwie in einer Probe oder und man fühlte sich so ein bisschen professionell. Und da dachte ich das, dass ich das jetzt irgendwie bin. Improvisation liegt mir, glaube ich, am meisten. Also, wenn ich ein Futter habe und eine Fantasie habe für die Rolle, wie die sein könnte, bin ich da sehr frei, glaube ich, im Ausprobieren. Irgendwie habe ich, wenn es ein intensiver Probenprozess ist, da immer am meisten Spaß dran, weil da passiert einfach am meisten. Also, wenn ich weiß, was das Ziel ist, kann ich mich sehr gut zurücknehmen. Also, ich lasse mich ungern beschneiden in den Dingen, von denen ich weiß, dass ich sie brauche. Es gibt nie die eine richtige Variante, wie man Dinge erzählen kann, glaube ich. Ich habe da auch oft eine sehr genaue Vorstellung, wenn ich sozusagen eine Rolle erstmal lese, habe ich eine sehr genaue Vorstellung davon, wie die aussieht. Ob das dann im Endeffekt tatsächlich sehr damit übereinstimmt, wie ich am Ende aussehe, macht gar nichts. Mir macht es am meisten Spaß, wenn ich mit einem Regisseur arbeiten kann, der mir neuen Input gibt und mir Dinge erzählt, die ich noch nicht weiß und der offen ist für meinen Input und also was Neues entwickelt, sondern dass man gemeinsam dann am Ende zu einem Ergebnis kommt, mit dem keiner gerechnet hätte. Mein persönliches Glück ist, glaube ich, gar nicht so groß. Ich brauche da irgendwie nicht viel für, habe ich immer wieder den Eindruck, aber deswegen kann ich es dir nicht so genau sagen. Ich will jetzt nicht anfangen vom Bauernhof auf dem Land, fangen an zu gähnen. Ich glaube, ja, was ich schön finde, wäre irgendwie Leute zu finden, mit denen man gemeinsam eine Vision teilt, was die Arbeit angeht. Da ein kleines Team zusammen trommeln zu können, was da an einem Strang zieht, in diese eine Richtung, die es dann irgendwann hoffentlich einschlagen wird. Also alles, was kommt, bitte her damit.